Wir kommen jetzt zum Torwandschießen mit Simon Socher von der SG Schorndorf. Das ist heute unser Herausforderer. Simon, und du hast ein wunderbares Tor gemacht. Man muss dazu sagen, du bist Torwart. Und jetzt sieht man hier, schauen Sie sich mal diesen Abschlag an. Und er wird länger und höher. Und da ist er drin. Wir sehen es auch gleich nochmal in der Zeitlupe. Aber was ist denn das bitteschön für ein Platz? Das ist ein Trampolin. Ja, es war relativ nass an dem Tag. Es hat ein bisschen genieselt. Und ja, gut aufgesprungen, bisschen Glück dabei gewesen. Einer Brandt hat gesagt, der macht heute ein bisschen langsam, schießt nicht. Aber Christian Prokop, unten rechts, bitteschön, mit Ihrer Unterstützung hier im aktuellen Sportstudio. Aha. Der Bundestrainer soll doch ein bisschen Schwung mitnehmen. Das macht er gut. Und der letzte passt. Ja, oh. Schade. Das war, ja, vielleicht dann oben. So, Simon, dein Auftritt. Unten rechts für Simon Socher. Auch der tastet sich langsam ran. Kriegt den zweiten Ball für unten rechts. Auch da ist noch ein bisschen was im Weg. Ich habe im Gefühl, dass der dritte passt. Jetzt für Simon. Auch noch nicht. 0-0 bislang. Zumindest bin ich noch nicht raus. Thema Profis. Ja, ja. Ganz genau. Heiner Brandt, dem juckt es im Fuß. Der würde jetzt auch gerne, ne? Wollen wir tauschen, Heiner? Nee, lass mal. Okay. Oben links. Oben kann ich. Zum ersten Treffer für Christian Prokop. Alles klar. Das sah gut aus. Und vielleicht passt der Nächste. Bitteschön. Das geht doch nicht. Da kommt der Nächste. Hinten hat es gekracht. So, letzter Versuch. Für unseren Handball-Bundestrainer. Ah. Ich komme wieder, bis ich treffe. Okay. Dann aber auch gerne mit dem WM-Titel. Ja. Ja. Gerne. So, Simon. Drei Bälle fürs Glück. Gut. Simon Socher, SG Schorndorf. Jetzt muss der Letzte rein. Wir brauchen Ihre Unterstützung noch einmal. Simon zum Sieg. Ah. Ah, schade. Trotzdem klasse, dass du da warst, Simon. Danke auch an Christian Prokop, an Heiner Brandt. Wir sind heiß, so wie Andi Wolf eben gesagt hat, wir sind heiß auf diese WM, drücken Ihnen die Daumen und wünschen viel, viel Erfolg. Dankeschön, dass Sie hier waren.